Hallo, ich begrüße euch zu meinem 13. Let's Play. Weiter geht's mit Call of the Sea. Das letzte Mal hatten wir an dieser spannenden Stelle aufgehört und ich bin gespannt, was der Erdrutsch hier verursacht hat. Oha, was liegt hier? The only tent that came out of the rock slide in one piece is the one filled with Oh, da liegt amulets. ein Bild. Grauenhaft, was denen widerfahren ist. A torn picture. Maybe the Polynesian guide didn't like people taking pictures of his scar. Ja, scheinbar. Komme ich da rein? Nee, natürlich nicht. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Lagerfeuer. Okay. Noch ein Zelt. Da liegt ein Bild. Oder ein Brief. Sehr geehrter Mr. Dayton, wir bestätigen hiermit den Erhalt Ihres Briefes vom 30. Juli, in dem Sie sich für einen Platz an unserer Ingenieurschule bewerben. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir keine farbigen Personen für das Studium zulassen dürfen. Es tut mir leid, Ihnen nicht helfen zu können. Oh, das ist ja schrecklich. Accept Frank in the university. They should be ashamed. Die sollten, ja, absolut, die sollten sich wirklich schämen. Okay. So, und jetzt versuche ich mal, ob die sich noch drücken lassen, damit wir die Tür aufbekommen. Und da muss ich mal erst die Fotografie, jawohl, ins Tagebuch eingetragen. So, mit viel Glück bringe ich das jetzt zum Laufen. Yay. Tut sich da was? Okay, ich gehe mal hochschauen. Viel mehr gibt es hier eh nicht so sehr, oder? Doch, da ist. Ah, da ist Kotman. Sie sind ein guter Mann. Ich weiß, dass Sie Ihre Frau lieben. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und kehren Sie nach ihr zu. Was? Und kehren Sie nach Hause zu ihr zurück. Hier finden Sie nichts als den Tod. Gehen Sie. Cass wurde wird versuchen, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Aber sie ist nur an einer guten Geschichte interessiert. Hören Sie nicht auf sie. Meine Kräfte verlassen mich. Es tut mir leid, Frank. Oh Gott. Grauenhaft. Der arme Frank, der tut mir so leid. Ich nehme an, der ist an einer Blutvergiftung gestorben. Ja, was will ich auch machen, wenn dann auf so einer Insel bist? Schon krass. So, aber jetzt gehen wir mal. Nicht übersehen, ich will nicht dauernd wieder zurückkehren. So, da ging es hoch. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich die Tür öffnen konnte. Nee, die ist verschlossen. Na bravo. Wie kriege ich. Warte. Gut, ich scheine alle Symbole zusammen zu haben. Und irgendwo muss ich natürlich die für irgendwas benutzen. Aber da waren die. Da. Kann doch nur da sein. Bin mir sicher, dass dann diese Tür aufgeht. So. Da waren doch irgendwo die Symbole auf dem Boden. Ja, aber. Und das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn das Wasser läuft, oder? So wie ich das sehe. Kann ich hier irgendwas tun? Das ist doch. Gibt es da irgendwas? Wirklich ein Schalter? Boah, da läuft das ganze Regenwasser runter. Hm.
Lautsprecher, Lautsprecher. Okay. Irgendwo. Muss es einen Weg geben, um die Tür zu öffnen. Wer sucht, der findet. Oder so ähnlich. Na, mal gucken. Wenn hier gehe ich nur da rein. Ups, sorry für die schnellen Bewegungen. Ich versuche jetzt einfach nochmal. Nee, das klemmt. Wahrscheinlich durch den Erdrutsch. Keinser. Das hatten wir schon. Ja. Das hatten wir auch schon mal. Gibt es da noch einen Weg irgendwo hin? Hey, da brennt doch irgendwo was, oder spinne ich? Das ist doch Rauch. Lass mich mal gucken. Wahrscheinlich ist es ewig weit weg. Ja. Ach, hatte ich das schon gesehen? Oh. Like a sneaky snapshot. She doesn't look at all happy. Nee, die scheint wirklich nicht erfreut. Oh, irgendwie traue ich dieser Dame nicht. Ich weiß auch nicht, warum mein Bauchgefühl. Guck, Moscherbe. Als hätte es einen Kampf gegeben. Da muss ich mal den Strom anschalten. Bin ich da hoch? Natürlich nicht. War ja klar. Irgendwo versteckt sich noch das Rätsels Lösung oder der Schalter. Soll ich mal dem Kabel nachlaufen? Oder war ich gerade? Ne, das bringt mir nichts. Da war ich. Wie geht's denn? Geht's da weiter? Nur, sieht. Noch eine gefährliche Brandung aus. Da geht's nicht weiter. Irgendwo muss ich was aktivieren. Und habe wieder was übersehen. Oh Mann! Weil ich habe eigentlich alles jetzt durchforstet. Oder durchsucht. Ich sehe zumindest nichts mehr. Also gut, nochmal runter. Halleluja, sind das Lautsprecher? Ich will jetzt diese Tür öffnen. Aber da passiert nichts. Wisst ihr, wie ich diese Tür geöffnet bekomme?
Das nervt mich in dem Spiel. Das Umherirren und Suchen. Und wenn man die Lösung dann hat, dann denkt man, oh, das war so easy, warum bin ich denn vorher nicht drauf gekommen? Ja. Okay, drehen wir noch mal eine Runde. Da steht aber Zelt, oder? Sieht es nur so aus. Ja, da ist ein Zelt. Alles verschüttet. Schon krass. Leute, was habe ich übersehen? Ich komme gar nicht hoch. Was bitte habe ich übersehen? Es gibt keinen Weg da hoch. Wahrscheinlich ist die Lösung wieder ganz, ganz easy, wenn man sie gefunden hat. Halleluja, ich war überall. Sieht interessant aus. Ich glaube, also wenn durch schwarzer Schleim rausläuft, dann rennt man am besten unser Leben. Wie bekomme ich diese Tür auf? Der Weg kann nur hier durch sein. Mit Sicherheit. Wo ist der Schalter, um die Tür zu öffnen? Homemade loudspeakers. Probably to amplify the sound. Ja, schön. Gibt's einen Seideeingang? Da irgendwas. Nö. Aber ich habe doch alle viel. Seltsame Symbole in leeren Becken. Okay. Irgendwas habe ich wieder übersehen. Pandan. Ich weiß, es wird für euch langweilig, mir zuzugucken. Oder ihr lacht euch schlapp und denkt, es ist diese doofen, findet es nicht, weil ihr es vielleicht schon gesehen habt. Keine Ahnung. Die anschalten, aber es ist ja ganz saft, wäre unlogisch. Nee. Nee, nee, nee. Was habe ich wieder übersehen? Ich werde in der nächsten Folge weitersuchen. Falls es ihr gesehen habt und wisst, wie es weitergeht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.